Bei Usan unter der Jacke nichts mehr an, quasi das letzte Hemd gegeben für den Rot-Weiß Erfurt. 1-0 gewonnen, du der Torschütze. Überglücklich bin ich persönlich. Wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Gefühlslage? Ich bin auch überglücklich, dass es jetzt auch persönlich mit dem Tor geklappt hat, aber vor allem, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Ja, war ein schweres Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. War das da wirklich ein Kampfspiel? Wie hast du das gesehen von da vorne? Ja, also ich würde sagen, das war ein typisches Drittligaspiel, klar. Wie lange vorne mit 1-0, also ganz knapp, und da ist es meistens dann auch so, dass halt der Gegner dann auch Druck macht, ja, die zurückliegt, und wir haben es sehr gut gemeistert und haben es bis zum Schluss davor überstanden. Du warst so der Einzelkämpfer wieder da vorne, wünscht man sich trotzdem mehr Unterstützung dann auch bei Kontersituationen oder kommst du gut mit der Situation klar? Wie ist das aus deiner Sicht? Ja, ich komme eigentlich ganz gut klar, also ich denke, also meine Jungs machen es richtig gut. Auch vor allem im ersten Halbzeit, wie man gesehen hat, dass wir halt wirklich auch beim Konterspiel, auch Basti, sei es Basti oder Okan oder auch Marc, wirklich alle dabei waren. Aber auch ein Menzer, der von hinten nachgerückt ist. Und ja. Mir persönlich fallen Zentner Steine vom Herzen, endlich der Sieg. Kann man das so ein bisschen beschreiben, wie das Gefühl dann ist nach so einem wichtigen Sieg, nach so einer Serie? Wie kann man es beschreiben? Ich bin total überglücklich, wie gesagt, dass es halt auch ein Tor geklappt hat, dass wir die 3 Punkte haben und dass wir jetzt auch wirklich nicht mehr so mit hängenden Köpfen zum Training gehen, sondern wirklich hingehen und einfach sagen, wir haben gewonnen, Selbstvertrauen tanken und dann auf zum nächsten Spiel mit den nächsten 3 Runden. Nächstes Spiel in allen, viel Glück dafür und danke. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüssi.